Servus miteinander. Schön, dass du da bist und in diesem Video schauen wir uns gemeinsam die volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren an. Wichtig ist, es handelt sich hier um die volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren, denn es gibt auch noch betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren, die schauen wir uns dann in einem anderen Video an. Schauen wir mal, welche Arten von volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren es gibt. Und das sind nämlich zwei Stück und das sind die, die wir hier in den schwarzen Boxen eben sehen können. Das sind zum einen die ursprünglichen Produktionsfaktoren und das sind die abgeleiteten Produktionsfaktoren. Die ursprünglichen Produktionsfaktoren, also die hier oben, das sind zum einen Natur und Arbeit. Unter Natur verstehen wir hier bei den volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren Boden, Bodenschätze, Wasser und das Klima. Die zweite Art von ursprünglichen Produktionsfaktoren, das ist ja die Arbeit. Und die Arbeit können wir in zwei Arten unterteilen. Und das ist einmal hier die geistige Tätigkeit, Dinge wie zum Beispiel Buchführung machen und solche Geschichten. Und dann eben diese Art hier, ja. Also das sollte mein Bizeps sein, also quasi die körperliche Arbeit. Ja, zum Beispiel ein Maurer, der etwas mauert. Dann kommen wir zu den unteren Produktionsfaktoren, also die abgeleiteten Produktionsfaktoren. Bei den abgeleiteten Produktionsfaktoren, da haben wir eben einerseits Kapital und andererseits die Bildung. Kapital, hier unterscheiden wir zum einen Gebäude, dann Maschinen, außerdem die Büroausstattung und ganz klassisch, da würde man eigentlich als erstes vielleicht auch drauf kommen, Geld. Bei der Bildung, hier haben wir auch wieder eine Unterscheidung und zwar in drei Teile. Als erstes ist hier oder können wir hier anführen, das technische Wissen. Also ich muss ja zum Beispiel wissen, wenn ich eine Mauer bauen möchte, ganz technisch quasi, technisches Wissen, wie bringe ich Stein auf Stein und wie mache ich dann auch, dass das hält, also mit Zement oder ähnlichem. Da bin ich jetzt kein Fachmann, ja, aber eben mir fehlt das technische Wissen, aber das brauche ich natürlich. Ansonsten haben wir, was Bildung betrifft, eben dann auch noch rechtliche Kenntnisse. Ich muss ja eben wirtschaften können in dem Rechtsrahmen, der mir vorgegeben ist. Ansonsten, ja, bekomme ich quasi Probleme mit dem Gesetz. Und als dritte Art hier dann quasi bei der Bildung, da haben wir dann auch noch die wirtschaftlichen Kenntnisse, weil die natürlich auch ganz zentral sind. Wenn ich nicht wirtschaftlich arbeite, dann werde ich über kurz oder lang eben ja als Unternehmen quasi nicht überlebensfähig sein. Wir haben also nochmal zusammengefasst sozusagen die ursprünglichen Produktionsfaktoren und die abgeleiteten Produktionsfaktoren. So, was machen wir jetzt damit? Das machen wir damit. Und zwar, wir kombinieren diese, also die ursprünglichen Produktionsfaktoren werden klassischerweise in Betrieben mit den ursprünglichen Produktionsfaktoren kombiniert und so entstehen dann eben, wie wir das hier ganz unten sehen können, Güter und Dienstleistungen. Dann haben wir ja schon wieder einiges gelernt. Wir merken uns, dass wir hier uns bei den volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren befinden, also bitte nicht verwechseln mit den betriebswirtschaftlichen Produktionsfaktoren. Und die volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren, da haben wir eben einmal die natürlichen Produktionsfaktoren, Natur und Arbeit. Und wir haben die abgeleiteten Produktionsfaktoren, das ist Kapital und Bildung. Und wichtig ist eben, dass die ursprünglichen und die abgeleiteten Produktionsfaktoren in Betrieben kombiniert werden zu Güter, Waren, Dienstleistungen.